Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nico Rittenau. Ich habe vor kurzem mein neues Buch Vegan-Klischee-AD rausgebracht. Ein Ernährungsratgeber rund um die häufigsten Mythen über die pflanzliche Ernährung. Und passend zu den theoretischen Ernährungsinhalten im Buch möchten wir jetzt eine Reihe von Kochvideos machen, um zu zeigen, dass man diese eigentlich theoretischen Inhalte trotzdem sehr gut in den Alltag und in die Praxis überführen kann. Dazu machen wir heute eine Apfel-Sellerie-Cremesuppe mit vielen der Koch- und Ernährungshacks, die im Buch auch vorgestellt werden. Und das Rezept gibt es schon von mir im Buch Tierschutz genießen vom Tierschutzbund, und wir haben das heute noch ein bisschen erweitert um die Version, die im Buch drinnen ist, aber grundsätzlich die Basis dieselbe. Das heißt, wir nehmen eine mittelgroße Sellerieknolle, rote Zwiebel, wir nehmen Cashewkerne als gesunde grüne Fettquelle, wir dünsten das Ganze zusammen an, geben dann Äpfel dazu, natürlich mit Schale, und wenn wir das Ganze mixen, schmecken wir es mit Muskatnuss, mit Pfeffer und Salz ab und geben dann ein paar Linsen noch mit rein und ein paar Walnüsse als gesunde Omega-3-Quelle, servieren das Ganze mit Schnittlauch und Basilikum, geben etwas Vollkornbrot dazu, schmecken es mit Zitrone ab und dann ist es auch schon fertig. Es ist einfach, es ist alltagstauglich, es ist günstig, es ist lecker, es ist natürlich rein pflanzlich, und mit ein paar Küchenkniffen kann man aus dem Ganzen sogar noch mehr gesundheitlichen Mehrwert rausholen. Wir starten mit der Sellerieknolle. Wenn wir uns die Literatur angucken, wie sich unterschiedliche Gemüsesorten gegenüber Hitze verhalten, sehen wir, dass Wurzelgemüse wie Karotten, wie Sellerie nicht besonders empfindlich sind gegenüber Hitze. Das heißt, die können wir gut kochen, wohingegen andere Gemüse, wie zum Beispiel Paprika, relativ viel ihrer antioxidativen Kraft verlieren, wenn man sie erhitzt. Das heißt, die bieten sich eher an, roh gegessen zu werden. Das heißt, wir kochen jetzt hier, und das Interessante ist, dass die meisten Nährstoffe, vor allem hitzeempfindliche Vitamine, wir sprechen jetzt hier von den B-Vitaminen, B1, Thiamin zum Beispiel, die werden gar nicht wirklich durch die Hitze zerstört zu großen Teilen, sondern lösen sich als wasserlösliche Vitamine eher in das Kochwasser. Was uns heute aber egal ist, weil wir kochen ja Suppe, das heißt, wir verwenden das Kochwasser mit. Und wenn man das Kochwasser mitverwendet in der Suppe oder wenn man etwas kocht, wo man das Wasser nicht direkt im Gericht verwendet, aber dann das Wasser an anderer Stelle weiterverwendet, dann reduzieren wir den Vitaminverlust eigentlich auf wirklich 10, 20, 30% vielleicht, aber auf jeden Fall nicht zu überwiegenden Teilen, wie es oft gesagt wird, dass wenn wir etwas kochen, dass die meisten Vitamine weg sind. Das ist nämlich gar nicht der Fall. Vitamine sind nicht so hitzeempfindlich, wie oft gesagt wird. Mineralstoffe sind das überhaupt nicht. Das heißt, heute haben wir wirklich, dadurch, dass wir es in der Suppe alles gemeinsam kochen, einen Großteil der Nährstoffe, die uns auch erhalten bleiben. Wir schneiden das letztendlich klein. Wie klein ist egal, weil es wird am Ende des Tages ohnehin püriert. Umso kleiner wir es schneiden natürlich, umso schneller wird es jetzt gar. Das heißt, wir machen ungefähr so Zentimeterwürfel. Und wichtig ist, wir geben das Öl jetzt noch nicht in den Topf, sondern geben die gesamten Lebensmittel rein, erhitzen das, und wenn wir dann merken, es wird langsam heiß, dann geben wir das Öl hinzu. Warum? Wir wollen jetzt hier Öle verwenden, generell wollen wir Öle sparsam verwenden, weil Öle sind mit ungefähr 135 Kilokalorien pro Esslöffel relativ oder sehr energiedicht. Und sie sind im Verhältnis zu ihren jeweiligen vollwertigen Äquivalenten, also Oliven und Olivenöl, Leinsamen und Leinöl, sind die Öle verhältnismäßig nährstoffarm. Sie haben natürlich im Fall von zum Beispiel Leinöl immer noch gute Fettsäuren, aber beispielsweise die Lignane, die wir im Leinsamen finden, sind zu großen Teilen nicht mehr im Öl zu finden. Das heißt, wir haben ein sehr energiereiches, relativ nährstoffarmes Lebensmittel, was natürlich gut schmeckt und kulinarisch wertvoll ist, aber wir wollen es sparsam verwenden und nicht sagen, ah, das ist Olivenöl, das ist mediterran, da können wir so viel wie möglich drüber geben. Das ist nämlich nicht der Fall. Niemand wird gesünder durch Öle, aber Öle sind in einer insgesamt gesunden Ernährung als neutral zu werten. Also aus meiner Sicht gibt die Summe der Literatur nicht her, dass wir auf Öle verzichten müssen, komplett. Es mag sein, wie es Dr. Esselstyn zum Beispiel vorschlägt oder auch Dr. Ornisch, dass wir vielleicht, wenn wir therapeutisch arbeiten, wenn wir also Herzpatienten haben, dass die wirklich auf Öle verzichten und ihre Fette generell reduzieren und überwiegend aus vollwertigen Lebensmitteln beziehen. Aber für die gesunde Allgemeinbevölkerung, wenn die sich insgesamt gesund ernährt, spricht nach meinem Verständnis der Literatur nichts dagegen, moderate Mengen an Öl zu verwenden. Denn das Interessante ist immer, dass einzelne Stoffe andere ausgleichen können. Soll heißen, wir haben heute jede Menge gesundheitsförderliche, vollwertige Lebensmittel dabei, und die in Summe können einige der etwas abträglicheren Effekte von anderen Bestandteilen des Gerichtes reduzieren. Das heißt, wir wollen natürlich etwas sparsam sein mit dem Salz, wir wollen etwas sparsam sein mit dem Öl, aber am Ende des Tages muss es ja auch gut schmecken. Sowohl für uns, damit wir Freude beim Essen haben, als auch wenn wir andere Leute für gesunde Ernährung begeistern wollen, dann sollte das natürlich gut schmecken, damit die Leute auch wirklich Lust darauf haben. Von daher wollen wir immer den Bogen spannen zwischen gesund und lecker. So,
Gut, das haben wir drin. Was wir jetzt noch brauchen, ist die Zwiebel. Es gibt ja rote Zwiebel, es gibt weiße Zwiebel. Und bei allen Lebensmitteln, egal ob wir über unterschiedlich farbige Zwiebel sprechen, über unterschiedlich farbigen Quinoa oder bei jedes andere Lebensmittel, sollten wir immer die buntere Variante nehmen. Denn wir haben die Kapazität, Farben zu sehen. Und was wir hier sehen, sind die sekundären Pflanzenstoffe. Und alle von denen haben unterschiedlichste Wirkungen. Sie wirken zum Teil antioxidativ, antikanzerogen, blutzuckerregulierend, cholesterinsenkend. Sie haben eine ganze Reihe an unterschiedlichen Stoffen, je nachdem, welchen Stoff wir uns genau angucken. Und deswegen, wenn wir die Wahl haben, nehmen wir gerne das buntere. Zwiebelgewächse, wie die Zwiebel, wie auch der Schnittlauch, geben uns die Möglichkeit, Biochemie live erlebbar zu machen. Warum? Wir wissen, dass gewisse Lebensmittel Stoffe enthalten, die sich erst durch die Verarbeitung zu noch gesünderen Stoffen entwickeln und damit erst ihr volles, beispielsweise krebspräventives Potenzial ausschöpfen können. Was das konkret heißt, die Zwiebel hat einen Stoff, der nennt sich Allein. Und in dem Moment, wo ich jetzt die Zwiebel durchgeschnitten habe, kommt das Allein mit einem anderen Stoff, mit einem Enzym namens der Alinase in Kontakt. Klingt jetzt sehr theoretisch, wird aber gleich sehr relevant für den Alltag. Und in dem Moment, wo diese zwei Stoffe miteinander in Kontakt kommen, entsteht Allicin. Und Allicin ist einer der krebspräventivsten Stoffe, die wir kennen aus einer ganzen Reihe an Untersuchungen. Und der entsteht aber eben erst durch das In-Kontakt-Kommen mit den beiden Stoffen. Eigentlich ist es ein Abwehrstoff der Pflanze, um sich vor Fraßfeinden zu schützen. Deswegen in dem Moment, wo die Zellstruktur hier eben angegriffen wird, bildet sich dieser Stoff. Das ist auch der Stoff, der uns letztendlich dann weinen lässt, wenn wir die Zwiebel schneiden. Das ist auch der Stoff, der riecht, den wir sowohl sensorisch als auch dann eben mit den tränenden Augen wahrnehmen können. Und das heißt, wenn wir irgendwas machen, um diesen Stoff zu unterbinden, wenn wir die Zwiebel waschen oder irgendwelche anderen Dinge tun, dann werden wir auch die Wirkung dieses Stoffes vermindern. Das heißt, wir sollten da einfach dann durchhalten. Und wichtig ist, dieser Stoff benötigt ungefähr so 10 Minuten, sich zu bilden bei der Zwiebel. Das heißt, entweder man schneidet es, wartet 10 Minuten und erhitzt sie erst dann, das wäre eine Möglichkeit, oder man verzehrt die Zwiebel einfach roh, weil in dem Moment, also wenn wir die Zwiebel roh essen, sitzt die eine Zeit lang noch, bevor sie mit der Magensäure in Kontakt kommt, so im oberen Teil des Magens und da ist dann auch genügend Zeit, damit sich das bilden kann. Oder was wir heute machen, wir verschwenden keine Zeit, wir schneiden die Zwiebel direkt, erhitzen sie und geben dann, deswegen auch der Schnittlauch, ein rohes Zwiebelgewächs dazu, denn hier ist das Enzym noch intakt und das Enzym hier genügt uns, um die gesamte Umwandlung der Zwiebel in der fertigen Suppe zu vollziehen. Das heißt, wir sparen uns einfach Zeit. Außerdem ist dieser Endstoff, das Allicin, auch ein Stück weit hitzeempfindlich. Das heißt, wenn wir es zu lang kochen würden, würden wir das hier auch abbauen. Dadurch, dass es aber erst am Ende entsteht, weil der Vorgängerstoff, der ist hitzebeständiger. Dadurch können wir den mitkochen, dann kommt das Enzym aus den rohen Zwiebelgewächsen und bildet dann das Allicin. Das ist vielleicht etwas komplex letztendlich, was wir einfach nur verstehen sollen. Wenn wir Zwiebelgewächse kochen, wie den Zwiebel oder wie den Knoblauch, dann sollten wir am Ende einfach ein rohes Zwiebelgewächs, im besten Schnittlauch, weil der einfach etwas neutraler ist, dazu essen. Gut, es geht jetzt nicht darum, die Zwiebel sonderlich fein zu schneiden. Sie wird am Ende des Tages ohnehin püriert. Wenn Sellerie und Zwiebel im Topf sind, ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir beginnen zu erhitzen. Das Öl sollte nicht von Anfang an mit erhitzt werden, denn wir verwenden Öle wie beispielsweise Rapsöl. Das ist zwar schon hitzebeständig, man kann damit dünsten, aber wir wollen es trotzdem nicht zu weit erhitzen. Rapsöl deswegen, weil es ein besseres Omega-3-zu-6-Verhältnis hat als das sehr weit verbreitete Sonnenblumenöl. Wenn man eigentlich eine wichtige Kernbotschaft mitnimmt, dann, dass man ein Öl, nämlich Sonnenblumenöl, zumindest zu Hause aus der Ernährung streichen sollte. Warum? Rapsöl hat ein sehr gutes Verhältnis Omega-3-zu-6 von ungefähr 1:2 und Sonnenblumenöl hat ein Verhältnis von 1:311. Wo wir hinkommen wollen, gesamt in Ernährung, ist ungefähr 1:2, 1:4, 1:5. Und das ist natürlich 1:311 nicht besonders gut. Wenn wir unterwegs sind, werden wir natürlich immer wieder Sonnenblumenöl auch essen. Klar, müssen wir auch nicht komplett streichen, aber zu Hause, wo wir die Möglichkeit haben, wirklich selbst zu bestimmen, sollten wir einfach das Sonnenblumenöl durch Rapsöl und zum Teil auch durch Olivenöl ersetzen und generell sparsam sein mit den Ölen und etwas mehr vollwertige, fettreiche Lebensmittel wie Nüsse und Samen verwenden. Das heißt, wir wissen, Öl ist nicht per se ein Problem in der Ernährung, aber es ist relativ energiereich, relativ nährstoffarm. Das heißt, wir verwenden es sparsam, sehen es einfach als ein kulinarisches Hilfsmittel, um mehr Geschmack zu erzeugen. Das heißt, wir machen nicht, wie wir es oft sehen, einfach nur Daumen mal Pi sozusagen, sondern wir messen wirklich ab, wie viel Öl wir reingeben. Weil das sind hier ein Esslöffel, das sind 135 Kilokalorien. Und das heißt, wir können zählen, mit dem zweiten Esslöffel sind es jetzt schon 270 Kilokalorien. Das wird also relativ schnell relativ viel und deswegen bleiben wir hier sparsam. So, es wird jetzt gleich etwas surren. Das Induktionskochfeld macht gerade am Anfang, wenn wir etwas höher gehen mit der Temperatur, ein etwas anstrengendes Surrgeräusch. Man wird sich aber daran gewöhnen und es wird auch leiser. So, genau dieses Geräusch.
Wir lassen das Ganze jetzt einmal heiß werden, dann schalten wir es zurück und dünsten es jetzt mit dem Öl auf niedriger Flamme. Man hört jetzt schon, es beginnt zu brutzeln, jetzt ist es heiß. Genau, und dadurch, dass eben das Öl jetzt oben war sozusagen, hat es noch keinen direkten Kontakt mit der Hitze, sondern zuerst wurde eben der Sellerie und die Zwiebel heiß. Wie wir gehört haben, jetzt fängt es an zu brutzeln, wussten wir, jetzt können wir umrühren, jetzt kann auch das Öl mit dem Boden in Kontakt kommen. Das ist auch schon mehr als genug Hitze. Wir dünsten das jetzt ein paar Minuten mit, einfach um jetzt nicht wirklich Röstaromen zu erzeugen, aber einfach um durch das Dünsten trotzdem etwas Geschmack zu erzeugen. Während das hier jetzt auf wirklich geringer Stufe dünstet, nehmen wir die Cashewkerne, die haben wir jetzt eingeweicht. In diesem Fall aber wirklich nur aus rein kulinarischen Zwecken, denn durch das ungefähr zweistündige Einweichen wird die Cashewnuss etwas weicher und wir können sie später besser und leichter mitpürieren. Und man hört aber sehr, sehr oft, dass man Nüsse und Samen einweichen müsste aus gesundheitlichen Gründen. Man hört so Sachen wie, eingeweichte Nüsse würden mehr Nährstoffe liefern, eingeweichte Nüsse werden besser verdaulich und eingeweichte Nüsse würden insgesamt besser schmecken. Das sind drei spannende Hypothesen, die ich auch einige Zeit lang verfolgt habe, weil es gab wenig Daten dazu. Mittlerweile gibt es die aber, zumindest gibt es eine Studie, die das untersucht hat, genau diese drei Fragestellungen und sie kam zum Ergebnis, dass es keinen signifikanten Unterschied gibt. Die Phytinsäure in den Nüssen, die oft für den mineralstoffbindenden Effekt verantwortlich gemacht wird, die hat sich durch das Einweichen in den Mandeln, was in der Untersuchung, nicht signifikant reduziert. Und als die Probanden gefragt wurden, ob sie die eingeweichten oder uneingeweichten Nüsse besser verdauen konnten, natürlich war es eine placebo-kontrollierte Studie, das heißt, die Probanden wussten nicht, ob sie die eingeweichten und getrockneten Nüsse bekommen haben oder die von vornherein trockenen uneingeweichten. Und es gab keine Unterschiede zwischen den Gruppen. Beide haben die Nüsse insgesamt sehr gut vertragen und in beiden Gruppen gab es ein paar Leute, die es schlecht vertragen haben, aber das Einweichen hat keinen Unterschied gemacht. Als sie dann gefragt wurden, was hat ihnen besser geschmeckt, erneut keine Unterschiede. Von daher, wenn man Nüsse einweichen möchte, kann man das tun. Aus kulinarischen Zwecken macht es hier Sinn, um die Nuss weicher zu machen, aber niemand muss sich permanent diesen Aufwand machen. So, wir schalten das noch etwas hoch, um noch ein bisschen Hitze zu geben. Die Cashewkerne sind jetzt eben etwas weicher. Man hätte, wenn man es ganz eilig hat und sie nicht eingeweicht hat, wenn man einen guten Mixer hat und man sie jetzt hier auch mitkocht, hätte man die auch uneingeweicht reingeben können. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir sie jetzt weicher gemacht. Geben sie auch dazu und lassen das Ganze bei mittlerer Stufe jetzt noch etwas andünsten. Ein paar Minuten. Während das vor sich hindünstet, können wir im Gedanken schon überlegen, was die nächsten Schritte sind. Wir haben noch eine Hauptzutat, nämlich die Äpfel. Die geben wir aber wesentlich später dazu. Warum? Nummer eins, die sind relativ weich, die müssen nicht lange gar kochen, wie jetzt der Sellerie, der wesentlich härter ist. Und was wir von den Äpfeln hier wollen, aus ernährungsphysiologischer Sicht, ist ihr Vitamin C und ihre organischen Säuren. Denn das Vitamin C und die organischen Säuren helfen, das Eisen aus den Nüssen, aus den Hülsenfrüchten besser aufzunehmen. Wir haben auch Vitamin C und organische Säuren aus der Zitrone. Und auch in den Äpfeln. Und deswegen wollen wir beides nicht so lange kochen. Denn Vitamin C ist auch mit B1 und auch mit Folat, B9, eines der drei etwas empfindlicheren Vitamine. Deswegen wollen wir die nicht zu lange kochen. Und das geben wir, also wir schneiden jetzt den Apfel klein, geben den aber erst gegen Ende der Garzeit rein. Das gleiche gilt auch für die Zitrone. Und letztendlich können wir es dann schon mixen, abschmecken, richten es dann noch mit den Toppings an und haben, wenn man nicht dazu redet die ganze Zeit, innerhalb von wirklich kürzester Zeit, vor allem wenn wir das klein schneiden, innerhalb von sehr kurzer Zeit, die Suppe fertig und ja, können die natürlich auch in großen Mengen vorkochen, tiefgefrieren und können dann portionsweise die auftauen und relativ schnell dann ein gesundes Essen essen. Natürlich, frisch gekocht ist immer das Beste, aber man muss sich aus meiner Sicht immer die Frage stellen, was ist denn praktikabel und was ist alltagsrelevant? Das heißt, können wir jeden Tag aufs Neue frisch kochen? In vielen Fällen nicht. Von daher lieber täglich gesund essen und vielleicht etwas essen, was schon eingefroren war, weil wir es in größeren Mengen vorgekocht haben oder weil es vielleicht schon ein, zwei Tage im Kühlschrank steht. Was wir für die Suppe brauchen, für die Textur, ist natürlich irgendeine Flüssigkeit. Wir haben jetzt entschieden für klassische Suppenbrühe. Wenn man die Suppe noch fruchtiger machen möchte, könnte man einen Teil der Suppenbrühe auch durch beispielsweise Apfelsaft ersetzen, um hier noch etwas mehr Fruchtigkeit mit reinzubringen. In dem Kontext wäre das auch in Ordnung. Generell ist immer die Empfehlung, Lebensmittel so vollwertig wie möglich zu essen. Also, wie schon gesagt, Oliven statt Olivenöl, Walnüsse statt Walnussöl. Natürlich können wir trotzdem beides verwenden. Und Äpfel anstatt Apfelsaft. Aber hier verlangt es einfach nach einer Flüssigkeit.
Und Wasser wollen wir nicht verwenden, weil Wasser hat keinen Geschmack. Deswegen entweder Suppenbrühe, Apfelsaft oder etwas anderes unserer Wahl. Irgendeine Pflanzenmilch, wir können auch Cashewmilch verwenden, dann wäre es noch cremiger. Also wir haben jede Menge Möglichkeiten. Und die Empfehlung ist auch, nicht zu strikt nach Rezept zu kochen. Natürlich, es gibt ein Rezept hier, man kann sich auch an die Mengenangaben halten, aber auf Dauer sollte man einfach etwas intuitiver kochen und gucken, was hat man zu Hause, was kann man daraus machen, und dann wird man auch mit etwas Übung immer ganz gut kommen. Wir haben hier jetzt ungefähr einen Liter Suppenbrühe. Wir gießen nicht ganz den Liter auf, weil wir können ja immer noch nachgießen, aber wir können wenig Flüssigkeit wieder wegnehmen. Wir können es einkochen, aber trotzdem, wir nehmen ungefähr 3/4 Liter. So. Und das heißt, wir haben es jetzt hier gut bedeckt mit Flüssigkeit, und jetzt kommt der Zeitpunkt, wo wir es mit Deckel ungefähr 20 Minuten kochen lassen. Wir können gucken mal nach 15, wie gar ist es schon. Es muss nicht komplett gar sein, weil wir mixen es sehr gut. Es kann aber auch etwas übergar sein. Der wichtige Punkt ist, viele von den wasserlöslichen Vitaminen, die sich durch das Kochen lösen werden, bleiben ja dennoch in der Flüssigkeit, weil wir die Flüssigkeit in der Suppe mitverwenden. Das heißt, jetzt Deckel drauf und kurze Pause. Wenn die Suppe dann so ungefähr 10 Minuten gekocht hat, können wir anfangen, den Apfel zu schneiden. Wir wollen den natürlich auch mitkochen, der soll ja auch gar werden, aber aufgrund des Vitamin Cs, das etwas hitzeempfindlicher ist, wollen wir ihn nicht zu lange mitkochen lassen. Wenn wir über Vitaminverluste sprechen, finde ich, muss man das auch immer aus zwei Perspektiven sehen. Denn zum Beispiel, es gibt da dieses eine Experiment mit Tomaten, wo sie bei 88 Grad Tomaten für 30 Minuten gekocht haben. Und durch das 30-minütige Kochen bei 88 Grad ging ungefähr ein Drittel des Vitamin Cs zwar verloren, aber auf der anderen Seite konnte das Lycopin, ein sekundärer Pflanzenstoff in der Tomate, um 30% besser aufgenommen werden. Das heißt, wir haben eigentlich hier ein bisschen einen Tausch. Wenn wir sagen, wir möchten lieber die gekochte Tomate oder den gekochten Apfel essen, dann werden wir wahrscheinlich auch etwas mehr davon essen können und essen wollen. Und wenn wir 30% Vitamin C-Verlust haben, essen wir einfach 30% mehr von dem Apfel oder der Tomate und gleichen es damit aus und kriegen noch viele andere Stoffe. Das heißt, man sollte das wirklich nicht zu eng sehen, sondern die beste Zubereitungsweise, wie Dr. Michael Greger immer sagt, ist die, die uns von den gesunden Sachen am meisten essen lässt. So the best way to eat your veggies is really whichever way will get you to eat the most of them. With the exception of frying, which just adds way too many empty calories. Erneut müssen wir den Apfel nicht super klein schneiden, weil wir mixen ihn ja mit. Insgesamt auch. Es gibt einige Untersuchungen, die zeigen, natürlich Kochen zerstört einige Nährstoffe, beziehungsweise es löst einige auch ins Kochwasser, wie wir gesprochen haben. Aber alleine das Aufschneiden und Stehenlassen dieses Apfels würde auch schon einige Vitamine enzymatisch abbauen lassen. Und einige Vitamine sind auch sauerstoffempfindlich oder lichtempfindlich. Das heißt, Kochen ist nicht nur der einzige Feind, unter Anführungszeichen, wobei er auch keiner ist, sondern auch viele Vorteile bringt. Aber auch wenn wir jetzt etwas rohköstlich zubereiten und einfach dann eben länger lagern lassen etc., passiert auch ein Nährstoffverlust. Von daher, frisch zubereitet ist natürlich immer Trumpf und einfach kürzere Garzeiten, aber es muss schmecken, und das Kochen hat auch in der Evolution des Menschen eine sehr bedeutende Rolle gespielt und sollte auch nicht klein geredet werden. Gut. Das heißt, wir können jetzt auch den Apfel dazugeben, werden auch noch etwas mehr Flüssigkeit nachgeben. Wir haben ja noch von dem Liter noch etwas drin. Und auch hier, ob wir jetzt einen Apfel reingeben oder zwei Äpfel, hängt einfach damit zusammen, wie fruchtig und wie süß wir es haben wollen. Je nachdem, wie der eigene Gaumen es verlangt, sollten wir uns da gerne daran orientieren, aber das Rezept verlangt nach zwei aktuell. Und das während des Schneiden wieder raufgeben. So. Im Gegensatz aber zum Zwiebel hat der Apfel und haben die meisten Obst- und Gemüsesorten dieses Spiel mit den einzelnen Stoffen, die miteinander in Kontakt kommen müssen, aber nicht. Also das gilt bei den Zwiebelgewächsen, wo wir gesagt haben, das Allein kommt mit der Alinase, dem Enzym, in Kontakt, bildet Allicin. Das gleiche haben wir auch bei den Kreuzblütlern, also bei den Brokkoli, Rucola, Blumenkohl. Das sind jetzt andere Stoffe. Aber bei den anderen Gemüsesorten, zumindest wissen wir aktuell noch nicht, dass ähnliche Prozesse stattfinden. Da müssen wir also nicht darauf achten. Und natürlich auch, wenn wir die Zwiebel kochen und nicht darauf achten, dass sich perfekt viel Allicin bildet, ist das auch nicht das Ende der Welt. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, warum sollten wir unser Gemüse nicht noch gesünder machen, als es ohnehin schon ist? So. Neben dem, also wir haben gesagt, Vitamin C im Apfel, auch in der Zitrone, aber auch die organischen Säuren, wie zum Beispiel die Apfelsäure, die Zitronensäure, aber auch die Milchsäure, die auch durch Fermentation entsteht, heißt zwar Milchsäure, aber finden wir auch in Pflanzen. All diese Säuren helfen auch, besser
die Eisenaufnahme zu unterstützen. Darüber hinaus schwefelhaltige Substanzen. Wir haben ja hier Zwiebel drin gekocht. Zwiebel genauso wie Knoblauch enthält schwefelhaltige Substanzen. Und auch die helfen uns, Eisen besser aufzunehmen. Und als vierte Stoffgruppe kennen wir noch das Beta-Carotin. Das hilft ebenfalls, die Nährstoffaufnahme in Bezug auf Eisen, aber auch auf andere Mineralstoffe zu verbessern. Und das heißt, es wird ja oft gesagt, dass pflanzliches Eisen so viel schlechter verwertbar wäre. Es stimmt, es ist etwas schlechter verwertbar im Sinne von, es wird etwas weniger absorbiert, wenn wir gut versorgt sind und wenn wir keine aufnahmefördernden Stoffe dazugeben. Wenn wir aber normal gefüllte Eisenspeicher und nicht übervolle Eisenspeicher haben und darüber hinaus aufnahmefördernde Stoffe verwenden, wie eben Vitamin C, Beta-Carotin, organische Säuren und schwefelhaltige Substanzen, müssen wir auch nicht alle vier verwenden, aber ein oder zwei davon, dann wird die Eisenaufnahme ähnlich, wie wir es aus der Mischkost kennen mit dem Hemeisen. Und dann haben wir hier eine ganze Menge Vorteile, weil neben Eisen bringen all diese Pflanzen noch jede Menge andere gute Stoffe. Und wir haben aber nicht den Nachteil der schlechteren Eisenaufnahme. Von daher hier definitiv ein sehr eisenreiches Gericht, was einen großen Teil zu unserem Eisenhaushalt beitragen kann. Das Ganze lassen wir jetzt noch, würde man sagen, ist schon relativ gut gar, 5 Minuten garen. Etwas Muskatnuss, die ist sehr lecker, aber sehr intensiv. Man sollte es also nicht übertreiben, lieber dann noch ein, zweimal nachwürzen. Generell, die nährstoffreichsten Bestandteile von Gerichten sind oft Gewürze und Kräuter. Von daher damit auf jeden Fall nicht sparen. Nicht einfach nur Salz und Pfeffer verwenden, auch gerne Salz und Pfeffer verwenden, aber andere Gewürze auch dazu. Und Salz ist ja auch ein großes Thema. Offizielle Empfehlung lautet, je nachdem in welchem Land wir fragen, aber so ungefähr 5 Gramm Salz pro Tag. Und man weiß, dass zu viel Salz zumindest bei sensiblen Individuen zu Bluthochdruck und zu anderen negativen Effekten führen kann. Und von daher wäre die Empfehlung, einfach weniger zu salzen und dafür mehr andere Kräuter zu nehmen. Etwas Salz kann man gerne dazugeben, aber eben nicht zu viel. Und was wir jetzt noch wollen, ist etwas Zitronensaft. Zum einen gibt es noch ein bisschen gute Säure und zum anderen gibt es uns natürlich auch ein bisschen Vitamin C noch und die organischen Säuren. Hier wollen wir natürlich das Ganze ohne Kerne, dementsprechend ein Sieb. Wir geben so einen Saft ungefähr von einer, die ist jetzt relativ groß, wenn wir eine kleine gehabt hätten, hätte ich gesagt ungefähr von einer Zitrone. Hier geben wir nicht ganz, also von einer halben, hier geben wir nicht ganz eine halbe Zitrone rein. Am besten lieber noch eher nach, als wie viel zu viel am Anfang. Geben das da rein. Und wichtig auch hier, wie auch beim Öl gesagt, Salz haben wir gesagt, wir sollen es eher sparsam verwenden, aber niemand muss salzfrei essen, Salz ist ein guter Geschmacksträger. Und von daher, was für Salz sollte man nehmen? Wichtig ist, dass man seinen Jodhaushalt deckt. Wenn man das über Algen macht, dann nimmt man ganz normales Steinsalz. Wenn man überhaupt keine Algen, gar keine anderen Jodträger in der pflanzlichen Ernährung hat, dann nimmt man bitte jodiertes Speisesalz, weil das trägt zumindest etwas zu der Jodversorgung bei. Ansonsten, jedes x-beliebige Steinsalz ist auch wunderbar. Das sind eigentlich alle Zutaten, die wir jetzt einmal drin haben wollen. Das heißt, wir pürieren die Suppe jetzt. Das Ganze könnte auch in einem Standmixer passieren. Wir haben hier jetzt einen Stabmixer. So, und im Prinzip ist die Suppe dann auch schon fertig. Die Frage nach der Konsistenz ist eigentlich eine Frage der persönlichen Vorlieben. Ich persönlich mag die lieber etwas dickflüssiger. Manche Restaurants würden sagen, das ist zu dickflüssig, wäre schon fast eine Creme, aber ich möchte ja auch Substanz haben und nicht nur sehr viel Wasser löffeln. Perfekt. Je nachdem, wie gesagt, mehr Säure, ein bisschen mehr Muskat, ein bisschen mehr Pfeffer. Je nachdem, wie man es persönlich möchte. Ich finde es so aber wunderbar. Und jetzt geht es eigentlich ans Anrichten. Die Suppe ist komplett fertig, wie sie ist. Was wir jetzt noch raufgeben, ist Schnittlauch. Zur Wiederholung, der Schnittlauch ist hier nicht nur Geschmacksträger, sondern hilft, die Zwiebel, die wir ja schon drin haben, deren Enzyme wir durch das Kochen zerstört haben, mehr oder weniger, wieder herzustellen. Weil die Enzyme aus dem rohen Schnittlauch helfen eben, das Allein umzuwandeln in Allicin. Und das Allicin ist das, was wir wollen. Das ist der krebspräventive Stoff, der die Zwiebel so gesundheitsförderlich macht. Wir geben dann noch als Topping Walnüsse rauf. Nüsse generell, egal über welche Nuss wir sprechen, zeigen wirklich durch die Bank in allen Untersuchungen so dramatisch positive Effekte. Wir haben in den großen Studien, in der Adventist Health Study, Nurses Health Study, Health Professional Follow-up, in all diesen großen Untersuchungen mit zigtausenden Menschen immer zwischen 30% und 50% Risikoreduktion für Herzerkrankungen, was phänomenal ist. Predimed Study auch 39% verringerte Rate durch eine mediterrane Ernährungsweise mit einem Fokus auf Nüsse. Also wirklich phänomenal.
phänomenal und 30 bis 60 Gramm Nüsse sollten wirklich in Form von unterschiedlichsten Gerichten täglicher Bestandteil der Ernährung sein. Interessant, es kommt in den meisten Studien eher auf die Menge als auf die Art der Nuss an. Also jede Nuss scheint großartig zu sein. Wenn wir aber sagen, was könnte die beste Nuss sein, dann wird es die Walnuss sein. Warum? Denn unter allen Nüssen hat sie mit Abstand das beste Verhältnis von den Omega-3 zu den Omega-6-Fettsäuren. In der Walnuss ist es 1 zu 4, also auch viermal mehr Omega-6 als Omega-3, aber immerhin trotzdem großartig. Andere Nüsse haben dann 1 zu 15, 1 zu 20, was auch in Ordnung ist, aufgrund ihrer ganzen anderen positiven Effekte, aber die Walnuss hat hier das beste Verhältnis. Darüber hinaus geben wir, um noch ein bisschen mehr Substanz auch in die Suppe zu geben, ein bisschen mehr auch kalorische Dichte und mehr Protein zuzugeben, geben wir noch Linsen dazu. Und das Spannende ist, wir haben hier die rohen Linsen, so kennt man sie, die wird man über Nacht einweichen und dann kochen, beziehungsweise die geschälten roten Linsen können man auch direkt kochen. Und hier haben wir Linsen aus der Dose. Und meistens wird ja im Regal so ein großer Bogen um die gesamte Abteilung der Dosen- oder glaskonservierten Lebensmittel gemacht. Und das ist eigentlich schade, denn jetzt, also natürlich besser Glas als Dosen aus ökologischen Gründen, aber rein aus ernährungsphysiologischen Gründen ist eine Hülsenfrucht aus der Dose oder aus dem Glas nicht nährstoffärmer wie frisch gekocht, was toll ist, weil Hülsenfrüchte sollten wirklich täglicher Bestandteil der Ernährung sein und das macht das Ganze natürlich einfacher, wenn man nicht immer vorplanen muss. Ich würde sagen, man sollte trotzdem oft natürlich selber kochen, gerne über Nacht dann größere Portionen einweichen, für einige Tage vorkochen, aber wenn wir es einmal vergessen haben, wenn wir gerade unterwegs sind, dann können wir mit guten gewissen Dosen Hülsenfrüchte essen. Die haben etwas mehr Salz, das heißt, die muss man gut unter fließendem Wasser abschwemmen, aber ansonsten sind die wunderbar und gleich nährstoffreich. Das heißt, wir haben jetzt hier die aus der Dose, die wir gleich raufgeben und dann können wir uns noch überlegen, wollen wir jetzt zum Schnittlauch vielleicht noch etwas Basilikum und andere Kräuter hinzugeben. Jede Art von Kraut ist wirklich auch nährstoffreich, auch mineralstoffreich und liefert eine großartige Ergänzung. Ansonsten andere eisenreiche Kerne können man raufgeben. Kürbiskerne sind hier die Spitze als die eisenreichste Art von Samen, dicht gefolgt von Sesam und auch dann Hanf und einige andere. Hanfsamen hätten zusätzlich noch Omega-3-Fettsäuren. Also man sieht hier schon, Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte sind hier das großartigste Topping, was wir uns vorstellen können. Zusätzlich haben wir noch ein bisschen Vollkornbrot. Die Betonung liegt hier auf Vollkornbrot, denn generell Getreide ist seit vielen 10.000 Jahren weit mehr als nur die 12.000, wie man immer wieder hört, seit der Neolithischen Revolution, sondern Funde aus Mosambik zeigen, dass wir über 100.000 Jahre alte Funde von Getreideverzehr gefunden haben. Bei Mahlwerkzeugen in den Zahnzwischenräumen von Fossilien, also Getreide und die menschliche Entwicklung haben eine sehr gute Synergie und eine lange, erfolgreiche Geschichte zusammen. Wichtig aber, durch das Ausmahlen von Getreide bei Auszugsmehlen geht ein überwiegender Teil der Ballaststoffe und auch der Vitamine und auch der Mineralstoffe verloren. Teilweise 30%, teilweise auch 80% und mehr und von daher so vollwertig wie möglich. Das ist eine großartige Ergänzung. Das Getreideprotein ergänzt sich super mit dem Hülsenfruchtprotein, ergibt zusammen ein biologisch hochwertiges, mit dem tierischen Protein vergleichbaren Protein, was jetzt die biologische Wertigkeit angeht. Und Walnüsse kann man noch etwas klein hacken als Topping. Dann noch etwas Schnittlauch und dann sind wir auch schon fertig. Basilikum zum Finish. Und so schnell könnte es auch gehen. Wenn man nicht so viel dazu redet, geht es auch noch ein ganzes Stück schneller. Man kann die Suppe für mehrere Tage im Vorhinein zubereiten. Für 2 bis 3 Tage hält sie sich auch gut im Kühlschrank. Ansonsten portionsweise auch gut zum Einfrieren. Als Beilage gerne noch gutes Vollkornbrot dazu gegessen. Dann ist es auch wirklich eine vollwertige, komplette Mahlzeit als Hauptgericht. Die Hülsenfrüchte da drin, wie gesagt, nicht vergessen, sind eine wichtige Komponente. Durch die Hülsenfrüchte kriegen wir nicht nur insgesamt viel Protein, sondern Hülsenfrüchte, jede Art von Hülsenfrüchte, liefert viel Lysin, eine essentielle und tendenziell etwas kritische Aminosäure, zumindest in der pflanzlichen Ernährung. Und Hülsenfrüchte, sehen wir, sind hier Erbsen ganz an der Spitze mit den Erdnüssen auch, aber auch Linsen relativ weit oben. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich sage an dieser Stelle nochmal sehr vielen Dank an die Unterstützer, die diese Videoreihe erst möglich gemacht haben. Einfach an das Reformhaus, das die gesamte Videoreihe hier unterstützt. Vielen Dank dafür. Und ohne Küche könnt ihr natürlich nicht kochen. Von daher vielen Dank an Veggie Kitchen für diese wunderschöne Küche und vielen Dank an Küpersbusch für die großartigen Geräte und vielen Dank fürs Zuschauen.
Bis zum nächsten Mal.